So, guten Morgen, liebe Mitmenschen, alle, die zugucken, Ilona, Gerd und alle anderen, die wir noch kennen, Angela und wie auch immer. Heute gibt es mal Pfannenbrot mit ein bisschen Käse und ein bisschen Salbei. So sieht das denn aus. Das haben wir gerade frisch gebacken. Wir haben uns das erste Mal damit ausprobiert und sind natürlich immer noch an unserem besetzten Lager. Wir hatten heute schon Besuch und wurden aufgeklärt, aber es ist alles kein Problem. Wir dürfen natürlich unsere Sachen packen und gehen. Nein, die hatten damit kein Problem. Man hätte natürlich fragen dürfen und können. Also ist nicht ganz so unbesetzt, wie wir gedacht haben, aber das war ja auch klar. Ist aber nicht so schlimm, wir haben keinen Ärger gekriegt. Also alles gut, wir packen ja heute sowieso ein und gehen wieder nach Hause, würde ich sagen. Nein, zu unserem nächsten Zuhause. Ja, so sieht's aus. Wir sind am Einpacken, sind ja gerade erst aufgestanden und die Nacht war natürlich sehr, sehr ungemütlich, jedenfalls für mich. Ich habe gefroren, habe hart gelegen heute und ja, bin natürlich ein bisschen gerädert, aber es macht nichts. So ist mal der Tag und mal der Tag. Auf jeden Fall geht es heute weiter Richtung, ja, welche Richtung fahren wir denn? Richtung Lübeck, in die Richtung, also in die Richtung, Richtung oder Richtung Hamburg, mal sehen, auf jeden Fall. Wollt mal den Elberadweg weiterfahren. Und mal sehen, wir halten euch auf dem Laufenden und werden mal gucken, wie wir heute vorankommen. Heute ist das Wetter bewölkt, so wie gestern, und ein bisschen frisch, auch wie gestern. Aber wir radeln uns warm, unser Muskelkater ist wieder etwas genesen und dadurch können wir auch wieder weiterfahren. Und hier ist, haben wir jetzt alles erkundet, was wir erkunden wollten und ja, fahren wir weiter, genau. Wir wünschen euch erstmal alle einen schönen Tag und einen schönen guten Morgen und angenehmen Tag vor allen Dingen. Und ich muss jetzt auf mein Brot weiter aufpassen, sonst brennt mir das an. Bis bald, Leute.